Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Trio-Vibe mit Gato und Sharks. Heute gibt es nochmal einen saftigen Raid in wüstiger Umgebung. Das Ganze ging verhältnismäßig lang. Und was in der Zeit alles passiert ist, das seht ihr in dem Video. Lasst wie immer gerne ein Like da, wenn es euch gefällt. Abonniert auch gerne den Channel, wenn ihr Bock drauf habt und das nicht getan habt. Und dann gehen wir auch schon rein. Achso, und übrigens, bevor ich es vergesse, zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, das Intro für das Video, wird heute Center für Ark Survival Ascended released worden sein. Hoffentlich. Das heißt, wenn ihr das seht, dann bin ich sehr wahrscheinlich gerade live mit der neuen Map in Asa, beziehungsweise der neuen alten Map. Wenn ihr Langeweile habt, kommt da rum. twitch.tv/k mit 4a. Und ja, gucken wir uns den Spaß mal an. So, aber jetzt gehen wir erst wieder rein in ASE, PvP, mit Gato und Sharks. Viel Spaß. Oh, der hat uns vielleicht gesehen. Was, wo? Da ist gerade ein Mehrwing im Highspeed rechts von uns vorbei in die Base reingedüst. Wie nah an uns rechts? Na, da sehe ich ihn. Sehr nah. Das heißt, ab jetzt ist Feminaten auch eröffnet, aber hier greppelt. Ich bin's. Chaos Bonus greppelt. Nein, noch nicht. Also willst keine Ahnung, vielleicht hat er uns auch für 2 Pixel gehalten. Mach du hier, ich bringe das nur. Ich bin der Lieferando. Und zum Tribe spielen. Oh ja, er düst. Er verlässt die Basis. Er versucht es zumindest. Düst hier zu mir. Nee, er düst. Er kommt. Er ist jetzt hier direkt vor uns. Er kommt hoch. Ich kann ihn gleich netten. Ich nette ihn. Ja, go for it. Kagato hat den gepickt und gekillt. Ich habe den Mehrwing trotzdem genettet. Sauber. Mal tot machen hier. Gut, dass du das nochmal erwähnst. Ja. Dann ich hab ihn trotzdem. Ich hätte ihn gehabt. Ja. Dann setze ich jetzt mit der Zwickmühle hier an, ne? Ja, setzen Sie an. Siehst du, dass du close as possible, weil der ist jetzt a wand. A wand ist der? A wand. Er hat eine Kettensäge und eine Flinte dabei, also so a wand war er vielleicht auch noch nicht. Two clothes to an enemy foundation. Vielleicht. Ja, hier ist halt so nah wie geht, ne? Das ist krass. Ja, kann halt sein, dass dich die Cliffs halt blocken, ne? Tun sie. Also hier oben wäre halt worst case, aber... Ja, wir machen geht, näher geht nicht. Nein. Place die Turret so weit nach vorne wie geht, oder ist das auch so weit wie es geht? Nein. Aber ich mach erstmal überhaupt welche. Nein, Mann. Ja. Ja, weiß ich nicht, Kay, wollen wir schon mal, während der sich equippt, irgendwie schnell mit einem Stege und einem Tech-Rack schon mal das erste. Könnt ihr machen, kann ich euch downen. Dingen nehmen? Ja, kann man. Dann verteilen wir mal. Der Transmitter jetzt, da ist der. Kann ich euch downen? Willst du Tech-Racken oder willst du Stege und? Ich bin im Tech-Racks-Modus jetzt. Okay. Hier liegt Tech-Racks Stego. Du musst das Heavy erst weg haben. Ja. Nee, das Heavy kannst du nicht mehr direkt zerstören. Okay. Du musst fürs Tech gehen. Ich muss halt jetzt gleich drehen, weil. Triffst noch nicht. Du siehst ja Damage da in der Level, ne? Ja. Jetzt hättest du. Nein, da immer mit die Viechers. Der ist weg. Dann schau vielleicht mal, ob du irgendwas hier. Als ob das gerade leer ist oder weg. Ja, dann könnt ihr jetzt hier mit dem Tech-Rex und dem. Na komm, so mit Tech-Rex hier rüber. Du musst halt aufpassen, dass er uns nicht pickt. Hier ist Cave-Damage auf jeden Fall. Okay, guck mal, ob du dich maybe. Ich weiß nicht, ob du da runterschießen kannst, so hardcore. Ich weiß, vielleicht ist diese Mulde hier, wo ich vorstehe, eine Idee. Ja. Ich überlege sogar, ob ich vielleicht mit dem Stego auf der anderen Seite stehe. Ja, du hittest irgendwas. Ja, das Tech-Turret ist weg. Ja, ich habe den Eingang im Blick. Passiert nichts. Da ist noch ein Turret. Ja, direkt unter uns ist eins. Ja, das ist halt ein Teleported. Ich hab den Eingang im Blick mit der Fanny, ich sag, sobald da irgendwas sich... Kriegst du irgendeinen Angle auf dieses Tech-Turret hier unter mir? Ja... Da vor mir, wo mein Kopf ist, in der Ritze. Ja, das krieg ich. Schaffst du das da rein? Das müsste ich schaffen. Nee, schießt du hoch einen Strick zurück. Er kommt. Zu Fuß. Mit... Nix in der Hand, glaube ich. Hat einen Hit. Tech-Schüsse sind halt sehr breit, ne? Ja, ja. Ich fabby ihn ein bisschen. Weiter nach rechts. Ja, jetzt hab ich's. Ja, Strong. Hat noch einen Hit. Okay. Dann, was steht hier noch an Turrets? Ich sehe noch 3 Heavies. Ist das richtig? Ja. Die, sag mal. Ich snipe ihn halt gerade. Ist da am Eingang. Ich sehe... Das habt ihr gekriegt. Ja, ich sehe auch keins mehr. Sind die leer? Nein. Okay, ja, ich sehe auch bisher nur 3 Heavies. Weiß gar nicht, wo der Typ ist, aber... Nee, 4. Ach, 14. Vier Heavies. Ja, sag mal gleich, wo das vierte ist. Aber es sind keine Tags mehr. Ich sehe keinen zu weit. Gut. Er hat einen Cryo in der Hand. Ja, das vierte ist hier. Siehst du nicht von da oben. Es ist unter... Genau unter dir jetzt quasi. Nice, okay. Er steht draußen vor der Tür weiterhin. Ja, ich kann ihn nicht mehr sehen und ich kann auch hier keinen Angle auf ihn kriegen. Er nettet, Achtung, Net fliegt.
Bist du pre-netted? Ja, ja. Dann warte kurz, okay. Wo ist er? Siehst du ihn? Da unten. Direkt vor mir. Treff ihn halt nicht, der Sniper-Arc ist einfach so schwierig. Ich bin einmal gehittet. Oh, du wirst jetzt. Von wo? Von ihm oder von einem Turret? I don't know. Er hat gefabbied. Ich hab 2 Hits gegeben. Saubergato. Ich muss mich in Sleeping Pot legen, ich verdurste. Ich hab Wasser aufgestellt auch, ne? So, hier unten ist alles clear. Seht zu, dass ihr hier Theater macht. Wir müssen jetzt den Spam clearen. Die stehen da mit 2 Leuten drin und placen da irgendwas nach. Turrets wahrscheinlich, ja. Er versucht mich zu netten. Wir müssen die drin halten und Spam clearen parallel. Ja, dann brauche ich hier jemanden, der hier. Ich brauche meinen Desmo. Ich strap die erste. Bring dir den Desmo. Bring mir mal Desmo runter. Ich strap die erste Cliff. Ich hab halt kein C4 und kein Remote. Ja, dann mache ich, dann haltet ihr die einfach im Schach. Mhm. Hier, Desmo kommt. Das ist eh spannender als jetzt. Dann aim ich einfach den Eingang weiter ab. Habt ihr denn noch mehr C4? Weil ich hab nur 8 Fake. Aim von hier ab. Ich gehe auf die Cliff hier hoch. Soll mich halt hier netten. Ja, haben sie. Er will mich danach grappen. Wahrscheinlich. Ihr schafft's, Männer. Aber es ist halt übel schwarz da drin. Ich sehe nix. Reported. Hab einen. Nice. Sauber, flieg hoch. Oh, er ist wieder weg. Resettet. Ist weg. Schade. Ich strap die nächste Cliff. Die werden aber wahrscheinlich noch nicht flown dann. Sag mir Bescheid, wenn du auf der hier bist, weil da lieg ich drauf. Ja. Du siehst mich gleich oder hörst mich. Ich würde halt echt gerne den Jenny da drin kaputt machen, aber dazu müssten wir halt einmal da hart reinpushen. Und die Typen mal hops nehmen. Mach entspannt. Ja. Ich leg jetzt hier auf der. Ist sie denn sonst noch Spam? Nee. Nur die Gates. Und die Cliffs. Die Gates habe ich schon. Oben sind noch Cliffs. Ich gehe haben wir noch mehr C4 Cliff? Hier, sonst muss ich wahrscheinlich einmal gleich noch traveln, da müsst ihr das noch ein bisschen halten. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr haben. Das wird ein schwieriges Ding mit der Wall, weil der Techrex wird da drin nicht stehen können. Wenn du Sharks bist, dann dislike ich das Video. Woher weiß er das denn jetzt? Nee, tut mir leid, ich nicht. Sind die im PvP? Das kann ja nicht sein. Die Cliff hat kein Damage gezeigt. Oder jetzt ruft der hier Sharks, Junge. Lass ihn, sorry, ich bin nicht Sharks. Hat er jetzt gemerkt, dass du Gato bist dafür? Weiß ich nicht, wir gucken mal. Er hat oh mein Gott gesagt, aber ich weiß noch nicht. Boah, hat kein Damage gekriegt, Digga, das ist doch so ein Scam. Ja, das passiert bei Cliffs. Weißt du, verstehst du den? Davon will ich mich aber selbst überzeugen. Der ruft, er hat doch nicht. Ja, wichtig ist, dass die nicht draußen nachspammen können. Das muss jetzt. Hier wird nichts gespammt. Oh, die haben Heavies geplaced jetzt auch. Ja, schaffen wir aber. Oh, das hab ich gehört. Findest das hab du? Ich gerade noch gehört. Das kannst du doch nicht laut sagen. Wer hört das? Was hat der gesagt? Nein, ich bin doch gar nicht da. Ich bin gar nicht da, Gato. Jetzt weiß er, dass ich da bin. Er realisiert, glaube ich, gerade, dass es um ihn gelaufen ist. Nicht den Arsch! Sabbel nicht! Okay. Der arme Junge. Er wird von all seinen 3 Idolen geradet. Mich kennt er nicht. Die kennen mich alle nicht. Nein, das sind die PvP-Andys hier. Die kennen mich nicht. Ich muss abchaveln, Jungs, und zu dir holen. Ihr könnt ja so lange... Das mit Sharks war nur Spaß. Tut mir leid. Er denkt, dass du jetzt aufhörst, dann. Ja, willkommen in unserem Leben. Das ist so die Experience. Ich hätte das so gehabt, mich mit der Grabble da voll in diese 2 Turrets reinzuzocken, ne? Aber es geht einfach nicht auf den. Sorry, kurzer Ausfall an meinerseits. Ausfall? Wir kennen das ja, wenn ab und zu die Episoden des Leidens Gato wieder reinschallern. Wir bauen jetzt auf Krampf ihren Jenny dazu. Ja, den sollen wir. Und da 2 Tech Turrets und ein Ding. Es wird gar nicht so einfach, sag ich euch, weil wir kriegen da keinen Steger und keinen Rex rein, ne? Wir gucken. Bisschen rumprobieren. Mal. Wir haben halt keinen Tappe. Dass du den überhaupt verstehst. Ich kann das gar nicht hören, was der sabbelt. Ja, dann mach mal Voice lauter. Hab ich auf Maximum. Echt? Weil ich hab leise gedreht unter dem Gut. Ich verstehe halt hier nur die Hälfte, weil ihr sabbelt. Null. Okay, dann ich bin ich leise. Als Maul. Ich höre dir sogar bis zu unserer Fob labern. Was ist das? Ich verstehe kein Wort. Aber ich höre auch nur so ganz leise so geil, ey, mit euch zweimal Sans Raiden, das ist ja richtig geil. Sans Raiden, Junge. Ja, das ist jeden Mal mindestens ein Fan, ist wirklich so. Ja, und dann, letzte Trying beginnen, einfach mal ein paar Sachen da reinhalten. Oh, warte mal, aber vielleicht, wenn du dich da hinstellst und ich stelle mich dann hin, weißt du? War das das Turret? Ja. Nee, oder? Das ist er, oder? Nee, oh, das ist Turret. Was? Er kann es halt jetzt einfach ausmachen. Ja, oder was? Ja, nee, so normal Stego-Token. Hast du gesehen, von wo das Netz kam? Nee. Ah, ich sehe ihn. Er pumpt. Hast du eine Grapple? Nee, aber ich habe ihm einmal eingedrückt. Der pumpt nicht nochmal. Aber willst du den anderen Stego schon mal hier ein bisschen näher holen? Ich habe nämlich keinen Mate-Boost. Stell dir mal hier ins Wasser, nur für den Mate-Boost, ne? Guck mal, 11er Hits auf einmal statt 20er und 17er.
Ja. Ach, schon wild. Er hat's vielleicht ausgemacht. Er hängt. Ja, ja, er hat's einmal an- und ausgemacht. Ja, ja. Er hängt am Turret. Ich sehe ihn. Aber ich kann ihn nicht hitten. Rechts unter dem Turret. Weg, denn vielleicht kann ich da rein tag-rifeln. Okay, ja. Das wäre nice. Die Smithy ist schon mal weg. Bumm. Wer weiß, was ich da noch treffen kann. Da rechts vielleicht nur nicht die Player-Hits taken. Er kauert immer noch in seiner Ecke da. Ich habe nur noch ein Shadow-Stake, das nervt. Doch schon mal die Steinfound ist da weg. Mach dann mal. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Ground. Oh, ich glaube, das mit dem Rex gibt nichts. Nee, nee, der ist groß. Nee. Okay. Aber schieß mal so da durch vielleicht von hier unten. Weißt du, wenn du hier etwas zurück bist, dann bist du ja tiefer. Ja, aber er fliegt nicht so weit, oder? Ja, so ein Stück schon. Guck mal, mach's Damage. Mach einfach mal kaputt, was kaputt zu machen ist. Schieß mal einer bitte ein Netz hier hinten auf den Desmo. Ich will ihm nicht zeigen, was ich mache. Ja, ich so grad. Danke. Aber wenn ich sage, dann machen wir bitte ein ganzes Stück raus und Kelge auch mal vom Eingang, dann der Sekunde weg. Okay. Cutter habe ich sogar selber gerade einen gelootet. Let's try it. Ich darf es halt, langsam machen. Ja, mach mal. Bin gespannt auf den Dive des Gatos. Jawohl. Noch eine, Gato. Du bist der Maker. Noch eine. Nice. Und eine dritte. Flack down. Komm raus. Flieg zurück. Rückwärts. Jawohl, Gato, Mensch. Rein, sauer. Zwei. Wow. Double-Hit. Der Gato hat einen Double-Hit gezündet bei euch. Alter, hallo. Was sagst du jetzt? Der hat richtig reingezündet. Ja, sind die Tech-Turrets hast du aber nicht down, oder? Nee, aber der Maywing, der liegt gleich davor. Ja, ich snipe auch drauf, der Maywing ist. Wo hast denn du reingescheppert, Gato? Er hat in die Norm. Ich hab so grob versucht, in die Foundies reinzuballern, wo das halt draufsteht, aber dadurch, dass es so eng ist, wird das halt geblockt. Ich treffe teilweise das Tech-Turret halt im Kopf oder so. Er steht da gerade so vor dem Turret. Mhm. Wir haben doch Shadow Mains gelootet, oder? Yes. Ja, zwei Stück. May Female Shadowman holen und mit Shadowman Buff auf volle Kacke rein speeden. Junge, der labert einen Scheiße. Was wollte ich machen und du sagst, nee. Ja, mit Shadowman Buff, Battle Tatar und Focal Shitty. Also, das glaube ich ja jetzt nicht. Chaos Bro, ist dein Statement dazu. Das ist frech gewesen. Das hält dich halt an der Leine oder macht selber. Das ist crazy, Er ist auf jeden Fall hingespeedet, der Kollege, und hat sich direkt das Flux-Set gejoinkt. Ich hol Normal Turret, wir Turret cappen den, da habe ich keinen Bock drauf. Sonst sprengen wir 20 Mal dasselbe Turret weg. Ja, ja, mach das halt ab, wirklich. Und das sind nur Normals, die kosten auch nichts. Die sind zu zweit jetzt wieder. Und die haben immer, die Rockets sind safe, free, die haben immer noch keine Muni in den Tunnel. Ja. Dann zimmer nach, so viel wie geht. Ich bin dabei. Na, jetzt haben sie gemacht, jetzt haben sie geplaced. Ammo drin, glaube ich. Ja, ja. Oh, ich brauche Hilfe. Ich wurde genettet. Ich werde sterben. Grapple ihn, Gato. Ich kann nichts machen. Ich hab nichts on me. Ja, eigentlich kann er. Oh, er wird mich grappeln können. Ja, natürlich. Kannst du meine Leiche grappeln? Ich bin nackt. Oh Mann, und ich bin nicht da. Ja, meine Leiche ist weg, scheiße. Und sie werfen Poison. Jetzt bin ausgenockt. Grabbelt mich. Komm mal. Ich hab ein dickes Kit, das muss. Und wir brauchen Gas Flash. Sauber, bau mich ab. Ach nee, ich bin nicht tot. Ich bin dumm. Nee, ich leg dich einfach in Turret Cover, das passt schon. Die hat das in die Cluster Nade. Für was hast du Cluster Nade? Ich schmeiß da Cluster Nades rein. Wenn du rankommst. Ja, die werden teilweise halt abgeschossen. Ja. Der fliegende Gato. Ich hau mal das Heavy da vorne weg. Du kannst das Tech vielleicht links abräumen, das auf mich schießt. Ich gehe näher ran, schieß von weiter weg als ich bin. Ich glaube, du kannst das mit der Rocket abräumen. Rück ab. Ja. Kannst du. Ja, go. Schießt einfach, wenn da kein Dingens mehr schießt, einfach Heavy, immer Rockets reinhalten. Ja, ich zog das Ding K weg. Du darfst nicht näher rangehen, als ich als Spieler nah dran bin. Ja, ich brauche erstmal neue Rockets, ich hatte nur drei. Der Ported, der wird ein Heavy holen, also wenn es geht, schnell shooten. Ja, ich bin unterwegs. Und ruhig auch einen Ticken weiter links noch, da sind, du brauchst ein Gas Ding. Wieder. Ja, ich hab, weil du triffst da mehrere. Ja, ich muss gucken. Zieh voll rein, genau da. Jawohl. So? Boah, das ist sehr weit. Geht auch, aber eher wieder weiter rechts auf die Tech. Ich sehe halt nichts, ich schieß blind. Er flamethrowert.
triffst du, machst du irgendwie keinen Schaden oder noch immer. Bin genettet. Achtung, ja, ein Tech Heavy ist down, glaube ich. Ja, kannst du entnetten? Ich hab keinen. Ja, Moment. Ist entnettet. Danke. Er ist wieder nach vorne rechts gelaufen, pass auf. Ja. Er steht da mit der Fabi. Du hast zwei Tech Crits weggeräumt. Mhm. Sehr nice, Junge. Kriegen wir dadurch maybe etwas aggressiveren Turret Support auch in den Entrance rein? So halb. Weiß ich nicht, da vorne alle Foundations rein? Weg. Ich habe nicht getestet, um mal Foundations nachzuplacen. Er steht immer noch vorne rechts. Ja, ich sehe ihn. Probier mal Foundations noch näher ranzukriegen, aber ich glaube, es wird nicht gehen. Das neue holen. Die haben Heavy wieder angemacht. Und sie lassen mich das Tech token, aber nicht das Heavy. Das ist ganz geil, weil Heavys können wir easy run, Tech halt nicht. Und ich glaube, die Shards tun denen auch mehr weh als die Arp. Nicht, dass die viel Ele haben. Okay, gucken wir mal. Nee, ich komm. Oh, wobei, doch, ich komm näher ran. Zwei Foundies näher als vorher. Das ist sehr gut. Probier das noch an anderen Ecken auch. Dass du überall die so dicht wie möglich, dass die da nicht mehr bauen können, weißt du? Ja, könnte hier auch noch mal ein bisschen vorziehen. Mit den Foundations. Jeden Winkel irgendwie. Ja, ich konnte ein bisschen vorziehen. Jo. Hier kriege ich vielleicht auch noch was, ja. Nice. Okay. Vielleicht könnte das sogar schon für uns reichen, dass wir bei denen jetzt vorne blocken. Sie haben es ausgemacht. Die haben jetzt ein Desmo mit dem guten Sattel. Ich hoffe nicht, dass die da jetzt zu hart für unsere Turrets gehen. Ach, das ist schade. Ich netze den sofort, wenn er hier rausfliegt. Ja, ich habe halt jetzt nicht. Da drin halt, das ist eher das Problem. Das Run ist jetzt nahezu unmöglich, wenn dann das. Oh, das Turret schießt rein. Bis da hinten. Das ist gut. Ja. Kommt raus. Hab ihn. Sauberes Net, Alter. Ich punch hier im Eingang, dass er nicht wieder reinkommt. Wo ist er? Ist der Spieler draußen drin? Der liegt tot down. Hier. Der Spieler ist tot. Ich hab beide abgebaut. Nice. Warte, ich take all. Kann einer hinfliegen. Hab ihn getake all, den Player. Den Sattel hol ich mir auch noch. Hab ich wieder. Ist das unser, nee, unser Guter? Warte. Hab ich nicht. Jetzt habe ich ihn. 122 Armor. Ja, das ist unser. Sauber. Sag ich doch, ich hab Netz bereit. Ja, Gato, das wäre. Jetzt ist einer weg, wenn du diven willst. Jetzt wäre ein guter Moment, ja. Einmal reinzünden. Ich kann ein Stück weggehen, wenn du willst. Wir haben jetzt auch eins von den dicken Sets von denen wieder weggeholt, ne? Sauber. Jetzt rennen sie wieder mit Prim rum. Ja, wir brauchen mehr Turrets. Naja, ich bin dabei. Ich hab noch zwei weitere geplaced, die ungefähr in derselben Line stehen. Was ist das denn hier für ein Tech Rifle War? Ja. Wildest Duell. Das ist richtig wild. Es ist immer ein bisschen RNG, aber es ist wichtig. Okay, ich bin nein, so weit. Ich war nicht in Range. Ich komme gerannt. Ich war nicht im Ding in Range, leider. I'm running. Muss für die Wall am besten durchziehen. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch ein zweites Mal darfst. Direkt für die Wall, nicht nur für die Ground. Ja, okay, die. Gesprungen. Nee, ich bin nicht gesprungen. Ich wurde hochgehabert. Ja, und dann ist die Foundy hochgepackt. Mach raus, safe. Ja, ich geh nochmal raus. Könnten wir zufällig noch was nachplacen? Nee, ne? Hab eine Dicke gedrückt. Nice. Ich bin hier, ich versteck mich hier. Nein, ich wollte eine zweite, ich war gierig. Ich dachte, ich mach nur eine, sagt er. Und dann wird er gierig, wenn ich war da halt in so einem Enkel, da hat nicht viel geschossen, da dachte ich vielleicht scheiße. Hast du was erwischt? Weiß ich nicht, wenn ich Discord-Zeitschrift gucken. Auf jeden Fall keine Foundie. Ich habe eine gekriegt. Noch eine. Nice. Mehr geht noch gar eine. Jo, wir haben Raum gekriegt. Hier links auch. Scheiße, ich hab nur noch. Ja, da hat er jetzt, glaube ich. Er grappelt wieder, Vorsicht. Ich hab keine mehr, Gato. Noch eine? Ja, ich hab keine Foundies. Fuck. Ich heb eine auf. Okay, aufheben, ich heb schon auf. Ja, ich bin vor. Jo. Probier es aus. Ja, passt, wir sind ja, wieder wir eine sind vorne. Die ganze Ecke nach vorne gekommen. Jo. Ja, das war actually big. Das war actually richtig geil, Junge. Das war richtig gut. Das Metagaming im Endgame, so du. Und fightet viel so um Ground. Guck mal, wo ich die vorderste Foundie hingeplappt habe an die Wand. What? Wie hast du die gekriegt? Der versucht die zu rifle, mach schnell einen Turret. Ich rifle den gegen. Ja, ich hol direkt nochmal. Die haben jetzt hier Fans gespammt. Ich rifle da schon mal ein bisschen rein. Fans spam Block nicht, ne? Wie bitte? Ich bin gegrappelt. Fans spam blockt nicht. Nice. Ja, aber Block um beim Abpacken, beim Reingehen.
Kann ich hier auch placen? Oh mein Gott, das ist big. Boom, Rocket Gang. Hab da aber nur eine. Ja, Mann, das ist geil, geil. Ich geh rechts, du gehst links. Achtung, er grappelt. Okay. Go. Er grappelt durch, er grappelt im Durchzug. So, jetzt. Er grappelt durch, perma durch. Ja, soll er machen. Du gehst ja, rechts, ich gehe links. Alles klar. Alter, Gato ist voll drin. Ich hab ihm die Rakete von so eine blöde Fresse gehauen. Oh, ich bin hart stuck in dem Turm. Die Heavy. Ich hab hinten weiter hinten geschossen, aber die Dingens, die. Das Tech Turret hat mich zwischen die Gates gedrückt. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich seh den aber nicht. Einer von euch ist weit. Oh, ja. Einer von euch hat dick gezündet. Ich werde leider in einem Tame geblockt, ich bin tot. Das hatte ich vorhin auch. Ich mach da die Dinger noch weg. Da wurde ich nämlich auch so räumlich geblockt. Okay, ich komm nochmal raus. Ich kann theoretisch noch eine Runde reinrennen. Ja, dann hol dir noch einen neuen, noch einen Buff und renn nochmal. Ja, Achtung, I go yeet. Jo. Oh, ich bin tief drin. Aber tot. Ui, wie er direkt auf meine Rüstung geiert, ey. Wir und ab dafür. Vielleicht spitzen sehen. Boah, ich werd übelst zurückgelockt, ey. Ich bin stuck. Ich weiß nicht, in was. Ich bin stuck in der Foundy. Er hat mir Foundy ins Gesicht gesetzt. Gut. What the fuck? Ich hab dein Zeug. Boah, okay. Du konntest ihn da nicht. Und renn wieder raus. Tschüss. Ja, also, er hat da gerade eine Lücke zugebaut und ich bin genau in die Lücke reingerannt und in dem Moment hat er eine Foundy gebaut, aber ich konnte halt weiterschießen und hab ihn halt Raketen direkt ins Gesicht gezogen wieder. Wo die hinfliegt? Oh, die kommt ja sogar. Ja, Achtung, er grappelt und da ist jetzt die Mantis. Ja, ja, ich hab dich einfach getaggt und bin wieder rausgelaufen. Ich wollte gerade sagen, da ist das Heavy Line of Sight. Ich kann mal was versuchen. Ja. Ich hab keine Axt. Hier, warte, ich drop hier. Hinter dir. Ich seid schon halb tot. Oh, die kam deep, die Rakete. Die brüllen die weg. Ja. Reden die immer noch? Was? Nein, die brüllen mit dem Beauty. Okay. Sie Aha. brüllen in-game die Carbo tot. Ja, ich dachte gerade. Ich glaube, eine Foundy ist kaputt. Guck mal. Guck mal, ob du placen kannst. Kann halt sein, dass die rechte ja. Seite dann auch ja. blockt. Nice. Das war gut. Schon mal zwei hier in den Gang. Ich krieg ein Turret schon mal hier hin. Du musst jetzt gleich eine Foundy placen. Mhm. Sei mal ready. Weil ich schätze, gleich blockt rechts. Jetzt, halt, jetzt, ne? jetzt. Kannst du placen? Nee, nicht weiter in den Gang rein. Ja. Ich snipe den. Du schreibst genau das, wo der Typ draufsteht. Ist weg. Guck mal, ob du placen kannst. Ja, eine weiter ging hier. Sauber. Eine weiter hier. Wir haben den Eingang, der ist uns. Aber der grappelt, will mich grappeln, der weg. Ja, ja, jetzt wieder hier. Scrappt einfach grappeln. Ja, der ist hinten durch. Der scrappt jetzt Grapple auf die Stelle, von wo ich am Tech Rifle bin. Und spätestens bei sowas ist dann eine Infinite Grapple Hook einfach nur dumm, ne? Ich mach rein. Was ist das? Jo. Okay. Nice. Zwei auch eine Rocket rein. Versuch mal raus, ja, das ist tot. Oder? Nee, jetzt ist er tot. Die erste Foundy ist drin. So, ich versuche für das nächste nice. Ground Heavy zu gehen, aufpassen. Jo. Und wir claimen weiter. Ah, ich mach Pause, alles gut. Ah, schöner Damage. Boah, Main Wall! Ja, grabbel mich mal raus. Oh ja, ich hab dein Ass. Wir sammeln einfach aber, Gatos hier vorne. Ja. ja. Neben dir. Zeit, ja. Boing. Und dann kannst du ja vielleicht rückwärts laufen und dann so nach und nach vortasten wieder. Weißt du, probier einfach mal ihn überhaupt da jetzt irgendwo reinzukriegen. Hast du geflame arrow okay oder war das Gegner? Ich habe geflame arrow. Okay. So genau, getestet. Und jetzt musst du ganz langsam nur vorgehen. Dein Spieler muss im Mesh bleiben, der Kopf muss raus sein. Nein, 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 dein Spieler ist draußen. Gatorlader, du kriegst Hits. Kriege ich keine Player Hits. Nee, aber Rex-Hit. Ich halte dein Leben im Auge. Ich sehe dein Leben und die Wall. Boah, geil. Guck mal, wie nice. Die abgehen. Mach das What weg. The fuck? Ich stehe mittendrin. Guck mich hier unten neben dem Tresor. Uhu. Magst du vielleicht das Tech-Turret oben wegbogen? Ja, ich versuch's. Da ist vor allem auch... So hoch ein. Ja, da waren... Ist das Tank oder bin ich blöd? Die haben super viele Heavies vorgemoved, kann das sein?
Da hört aber schon was auf zu schießen, guck mal. Das können wir fast schon Soko die. Ja, lass uns zwei Schlägers machen. Es ist nicht möglich. Du kommst. Ich schieße nur ins Mesh rein. Ich sehe, wie die Kugeln mir im Gesicht platzen. Okay. Dann Double Stego. Ja, ich komm und Kayla auf dem Dädern um die Ecke. Ich bin am Schweinehielen. Alles gut, ja. Ich guck mir das Ganze an hier. Also sobald das Schwein leer ist, wird das hier auch eine andere Nummer vom Zug. Dann können wir nicht das alles. Ja, viel ist da auch nicht mehr. Der ist gleich schon empty, der Kollege. Ach ja, der spannende Part beim Raiden. Wir haben den Freeload Vault kaputt gemacht, aber ich glaube, der ist decayed. Oh, da dann Kacke-Symbol drauf war. Was haben wir denn da drin? Frag mich, ob die alles gepoppt haben. Oh, da ist ein Cryot Giga so drin. Oder sich hochgeladen, das darf man aber eigentlich nicht. Ein Giga? Ja, Cryot Giga. Level 202. Gleich was zu Meat Run. 400 Milli. Dann haben wir hier ein paar Shards, ein paar Rockets. Basically unsere Kits. Der Gato geht. Es ist immer noch nicht Gato down. Gato nicht Alter. Down. Ich mach Big das. Spirit. Schwacher Gato. Ich glaube, du kommst nicht dran. Ich kann es gerade auch nicht einschätzen. Warte. Ich geh noch ein Frame zu kriegen von dem Turret. So. Höher. Ja, ist down. Nice. Ja, ist Ruhe okay, im Karton, ne? Keine Ahnung, ob das war. Kannst du das wegmachen? Ja, easy. Weil ich weiß nicht, ob das noch schießt. Ist weg? Wo aimt er hin? Glaube ich weg, oder? Das ist ein NA-Rex. Aimst, schießt er halt sonst wohin, also. Okay, der ja, links Schuss. Ist der Gen. Komm, mach den. Baller dich, bohr dich mal durch den Gen durch. Baller da oben das Heavy, das Tech auch noch weg. Wir sind jetzt einfach wütende Stegos, oder was? Ist das das Ding? Ich hab halt nicht mal ein Schild dabei, das ist so räudig. Hey, Männers. Oh Gott. Oh! Fliegende Tiere. Da kommt Desmos. Oh Desmo Gott. Weg, Desmo weg. Ich geh zurück, das musst du machen. Ja. Bin dafür nicht equipped. Geh in Deckung, ich schieße wild umher. Ja, ich merk's, Alter. Pass nur auf, dass die Stegos dich nicht impalen. Diese Kurs, ich merk's. Grabbel dich am besten rum. Alles gut, ich habe die Mantis angefackelt, habe sie getötet. Aber mich okay, da waren, da unten sind jetzt auf jeden Fall deren Bags. Ja, dann drop den Giga raus. Hast du den noch? Nee, der ist unten. Oh scheiße, ich habe ein Problem. Ich habe die Macht unlocked. Die Macht? Ja, wie man sonst immer sagt, Masse ist Macht und ich habe hier ganz viel davon. In dem Fall ist Masse tatsächlich Macht gewesen. Komm zu mir, I'm helping. Ja, meine Schuhe sind kaputt, die buggen mich halt komplett. Und rein, und rein, und rein. So, beschütze mich, beschütze mich. Beschütze. Mehr beschützen, mehr beschützen. Beschütze mehr. Ja. Einer ist da noch, ne, zwei sind noch in mir drin. Kriegst du die? Ja, weiß nicht, geht so. Die wollen irgendwie so an meinen Schwanz die ganze Zeit. Oh, ich hab sie. Boah, diese nervigen Stegos auf neutral immer. Ich guck mal eben ganz schnell in die Bags rein. Die sind auf aggressiv, es kommt mehr. Noch ein Dädon, ein Dädon, ein Dädon. Rein in der Olga. Sperrfeuer. Ja, ich mach Dädon, du hast ein Dädon hinter dir dran. Ja, ich werd geschubst hier ein bisschen. Ja, ich geh auch gleich down. Hier kommt gerade sehr, sehr viel. Ja. Meine Dinge sind kaputt. Ich kann auch nichts sehen oder so. Ich werde von allen Seiten hier geschubst. Same, nächstes Piece kaputt. Das ist nicht gut. Jetzt haben wir den Rex. Unsichtbares hittet mich hier. Das ist seh gerade nix, gar Junge. Gato, was machst du? Wir brauchen übelst Hilfe. Ja. Karcher, hol mal ja, Giga doch. Von vorne aus dem. Junge, oh nee. Scheiße, der Stego will mich. Ich kann da halt nicht bei zu den Stegos, wenn die mich impalen, dann bin ich dead. Ich mach halt 80 Damage an denen. Die hauen mich in die Base rein, Mann. Ich hab den Stego hier outplayed. Ich komm jetzt wieder. Du wirst voll von dem weggeworfen. Ja. Ich geh wieder in den Tech-Modus. Verpisst ja. euch. Tech-Modus klingt gut und einfach reinhalten. Oh, ich krieg Player-Hits irgendwie. Warte mal, von mir selbst vielleicht? Ja, ja. Scheiße. Wo ist denn das Dädon? Keine du hast Ahnung. Einen, Alter. Geil, du hast eine Sau. Ja, aber der Rex ist so gut wie tot. Ich krieg übel Turret-Shots. Nee, das sind Stego-Impale. Keine Ahnung, der Rex stirbt. Der ist jetzt tot. Und down. Ja, hier ist krass, hier ist krass, hier ist krass, hier ist krass. See me out. Hab den Jenny. Ist alles aus? Nee, ich mach den Jenny jetzt aus. Mach. Bin nämlich schon wieder nackig und halb tot. Ohne Madboost, ohne War. Müsste eigentlich aus sein. Kay kann theoretisch mal unter sich gucken, ob da noch irgendwas anderes. Junge, der hat nö mit NH geschrieben. Hier wird gar nichts bewertet. Eine Mate heißt Whipmaster 3000. Ha! Okay, vielleicht kleine Bewertung. Habt ihr schon was gefunden hier? Nö, wir stehen in der Crafting. Oder sonstiges.
Crafting bewerten nicht vergessen. Wird nicht bewertet. Oha, er murkst ihn einfach ab. Halt! Wie gemein du bist! Nicht machen! Wie fies! Triple Kill. Hat der will nur wieder die Stats farmen, der Penner. Hat jemand eine Rifle so zufällig? Ja. Ein Tekkos Riffelus, ich habe einen Rocket Launcher. Nee, hey, mach nicht. Flag. Mach nicht Rocket Launcher. Über Tekkos Riffelus. Ele 800, das können wir halt nicht withdrawen, das ist die Scheiße. Schatz, haben die einen Arp-Dede? Ja, der ist leer. Da mach die jetzt Frage die Kühlschränke. Ist, die Rifle hält halt nicht ewig. Ja, und neue hier holen ist wieder eine Wanderschaft von Simon. Das Fleisch müssen wir auch alles mitnehmen. Hat einer von euch Tech? Hier, Tech Boots. Ich würde halt die Replies bevorzugen, gerade mal, weil da vielleicht eine neue Rifle drin ist. Macht mal saures Eier, was will man denn mit sowas? Ja, dann geh jetzt mal auf die Replies. Mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage. Loot! Okay, okay, okay. Ein bisschen was. Oh. Ein bisschen beschissen, aber coole Stego-Sättel. Und da hat er mir die Tech-Rifle weggeklaut, du Drecksau. Dann gib mir aber die andere. Die macht halt gleich einen Abgang. Ich nehme den Transmitter mit. So. Ja, und dann müssen wir die ganzen Vaults. Da holen wir eine Arthur am besten. Hier ist Mac. Was? Oh, hier ist Mac drin. Oh, mach mal weg. Au! Oh, das ist nur das Symbol. Mach mal weg, er läuft einmal im Kreis drumrum. Ich dachte, du meinst. Ach, mir doch egal, was du meinst. Da ist eine Arthur drin. Das ist auch okay. Aber kein Mac. Stand aber Mac drauf. War aber kein Mac drin. Ich tippe mal, die hier werden alle leer sein. Ich schieße trotzdem mal einen auf. Aus Randomness. Sieht leer aus. Jo. Ich würde mal die Ele Dedi schon mal sehen. Hier, der hat noch Zeug drin. Können wir nicht pullen, wenn du ihn kaputt machst. Kein Sattel, was soll denn das? Ja und? Dedis. Kannst du halt auch nicht pullen, wenn es zu ist. Also oh, hier sind aber doch mal ein paar Tanks. Ist da ein Mac drin? Nee, aber Magmas hier ist auch ein Mana. Scheiße, droppt der nach unten? Doch, ne? Da ist ein Mac. Velo. Nee, ist Strider. Echt? Ich hab keinen gesehen. Nee, ist Haki neue ist geil. Strider ist aber auch tatsächlich geil, wenn der Farmmodul hat. Ich pack euch mal. Ich hab zwei Strider gehabt. Er blowt. Reingeblowt. Einfach mal luschern. Ja, bisschen Gunpowder. Steine. Cool. Ja, Gunpowder actually mitnehmen. Weißt du, wie weit wir die Scheiße tragen müssen? Also die Crafting ist auf jeden Fall scheiße, weil man fällt hier durch die Cryo-Fridges teilweise durch. Ja. Falls die Jungs Feedback wollen, das ist absolute Katastrophe. Bewertung? Ja. Trash. Irgendwo hier bin ich gerade eben irgendwo durch. Zu schrauben ist halt auch irgendwie ehrlich. Ja. Da gab es so viel bessere Räume, wo man ordentliche Crafting hätte bauen können und einen ordentlichen Breeding-Raum. Stattdessen stehen da so 5 Tames. Irgendwo da und so eine Müll-Crafting. Und? Oh. Knallt hat es. Boah, hier ist ein Loch jetzt. Hier ist jetzt ein Loch. Und die Bags schweben hier. Wie fies ist das? Was ist hier in dem? BPs? BP-Vault? Ja, hier sind ein paar BPs da drin. Machen wir einfach mal Take-All. Nein! Da. Warten. Nein, nein, ich nicht. Ich meine generell. Dann nehmen wir einfach mal alles mit. Ins hier sortieren. Shield? Ja, aber sonst immer. Oh, guckt auch mal hier noch ein Repli-Torrets. Crazy Baustoff. Hey, hier sind ja ganz viele Heavies noch. Oh, die hatten aber scheiß Fabbies. Kann ich. Ja, Feuer. Ich glaube, ich muss dann aber noch mal. Oh, voll. Das war unsere Atro. Die Atro-Plüre ist tot. Habe ich nicht dran gedacht, tatsächlich. Verzoglicker-Mog. Hier ist nur was Scheiße drin. Hier Skins. Wer nicht? Oder ist hier auch nicht am Boden? Hier sind ein paar Tech-Suits. Also reale Tech-Suits. Eine 200% Shotty. Oh. Das war Dedicated Storage. Was ist denn da drin? Sieht man das noch irgendwo? Hält. Die goldenen Schuhe. Ist noch eine Tech-Hose drin, okay. Kannst du die Tech-Hose hier nehmen? Yes. I take all the Tech. Und die Handschuhe und Chest nimmst du auch direkt. Nimm einfach alles mit. I take all alles the tech. So, Farm Elefop geht auf. Boom. Wird aber auch nichts. Oh, doch, ist was drin. Ich sag mal nichts. Was? Überraschung ist. Nehme ich aber mit. Ja. Okay, ich hab's fast gesehen. Es waren 5 Heavies und ein Tech-Gen. Ja, der Loot ist halt ein bisschen knauserig, ne? Naja, der beste Loot, den haben wir, glaube ich, selber hier hingebracht. Alter, der hatte 8000 Gasolin im Inf, der Kollege hier. Das nehme ich mit. Ja, sehr aber schön. Aber war doch ganz nett, oder nicht? Ja, aber warst du schon mal in Brandenburg?
Ja. Guter Moment, die Aufnahme zu beenden. Ja. Oh, da sagst du was. Tschüss, liken. Zu spät. Gibt kein Like. Oh, fuck.